Was haben wir hier denn noch Schönes? Was ist zum Beispiel hinter dieser Tür? Hä? 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 Ah, da kommen wir wieder zum Fahrstuhl. Aha, aha. So führen alle Wege schlussendlich im Kreis. Entschuldigung, ich muss mal kurz durch. Was haben wir da unten? Oder soll ich erst hier oben gucken? Tür zur Klinik. Ah, da müssen wir noch hin zu Onkel Garus. Und da ist ein Keeper. Der wird gescannt, dass es nur so kracht. Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich. Was ist hier los? Klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garus kommt. Halten Sie den Mund oder wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Bang! Verdammte Schläger! Die schlagen gar nicht, die schießen! Kann ich den mal treffen, bitte? Treffen! Treffen! Voll ins Gesicht! Ja, so ungefähr. Geht doch. Danke. Oh, wir können hier unsere Mad-Eagle aufstocken. Die müssen noch viel größer werden. Oh, da ist noch jemand. Zeig dich doch mal, der guckt gar nicht. Guck doch mal. Aha, voll erwischt. Oder ein Stufenaufstieg. Die esse ich ja besonders gerne. Der versteckt sich hier einfach nur die ganze Zeit hinter seinem Pfeiler. So ein kleiner Feigling. So, Q war die Taste. Diesmal habe ich es mir gemerkt. So, erstmal Mad Eagle. Ich habe null erhalten. Das hat sich ja gelohnt. Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Was haben Sie sich dabei gedacht? Sie hätten die Geisel treffen können. Es musste schnell gehen. Ich habe nur reagiert. Ich wollte nicht... Dr. Michel, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Ich weiß, dass diese Leute Sie bedroht haben. Aber wenn Sie uns sagen, für wen Sie arbeiten, können wir Sie schützen. Sie arbeiten für Fist. Aha. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garus nichts von der Quarianerin erfährt. Was für eine Quarianerin? Welche Quarianerin? Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war. Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Wo ist sie jetzt? Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Oh, na super. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Sie muss einen Beweis dafür haben, dass er ein Verräter ist. Hat die Quarianerin etwas über Saren gesagt? Oder die geht? Das hat sie. Die Informationen, die sie anzubieten hatte, hatten etwas mit den Geth zu tun. Oh. Sie muss Saren mit den Geth in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Besuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. Okay. Aber genau, wir müssen nochmal nachfragen. Sie sind Turianer. Warum wollen Sie seinen Untergang? Ich konnte keine Beweise für meine Nachforschungen finden. Aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Saren verrät den Rat und er entehrt mein Volk. Willkommen an Bord, Garus. Wir sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadow Broker hat einen kroganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Ja, wir haben ihn in der Bar. Ja, den haben wir gesehen. Und wir uns nützen könnte. Ein Kroganer könnte uns nützen. Zuletzt soll er in der Zitadell-Sicherheitsakademie gewesen sein. Was macht er da? Fist hat ihn beschuldigt, ihm gedroht zu haben. Daher unterhielten wir uns mit Rex. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn noch in der Akademie erwischen.
Los geht's. Dann sollten wir da mal nachgucken. Aha, guck mal. Jetzt können wir das Team Squad überprüfen. Wer ist denn jetzt aktiv im Squad? Sie kann das überhaupt nicht sehen. Achso, ich kann die jetzt anklicken. Und ich habe hier Ashley und ich habe Kaidan und ich habe Garrus. Und dann habe ich hier noch drei. Das da scheint Rex zu sein, wenn ich ehrlich sein soll, von der Vormir. Und dann noch zwei andere Personen. Also ich nehme Garrus mit, den haben wir gerade eben. Und Ashley. Nehme ich mal mit. Ach guck mal, hier können wir ja noch gucken. Biotikstärke, Techstärke und Kampfstärke. Wahrscheinlich muss man die am Ende so ein bisschen ausgleichen oder so. Aber ist mir gerade egal. Ich will Garrus mitnehmen, weil er neu ist. Und Kaidan geht halt aufs Schiff. Und wir haben sogar vorbildlich Punkte erhalten. Ich habe Ihnen nie gedankt, dass Sie mich aus Fists Klauen gerettet haben. Ach, dafür doch nicht. Ich weiß nicht, was ohne Sie passiert wäre. Sie sind Ärztin? Wie sind Sie hier auf der Zitadelle gelandet? Meine Eltern brachten mich her, als ich noch klein war. Wie klein? Mein Vater war Arzt bei der Allianz. Ich entschied mich, die Tradition als Mediziner aufrechtzuhalten, ging aber nicht zum Militär. Verwundete Soldaten zu behandeln, macht mir nämlich keinen großen Spaß. Das kann ich verstehen. Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Rüstungsupgrades hat sie, okay. Sowas kann hilfreich sein, ist aber auch teuer. Ja, Commander. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Nix weiter. Ich gehe dann jetzt. Ich bin dann mal Sie weg. Wohl, Commander. War nett, Sie kennenzulernen. Garrus? Wenn Sie glauben, Sie hätten Glück, können Sie ins Casino drüben im Flux gehen. Ich liebe Glück. Besonders im Casino. So, ich würde sagen, wir gehen hier nochmal nach unten. Ist da das Casino oder was? Nee, da geht's zur Sicherheitsakademie. Mach dir nichts vor. Es ist noch größer, als es von hier aus aussieht. Woher willst du das wissen? Da ist noch ein Keeper. Öffentliches Extranet-Terminal. Garrus, du stehst im Weg. Okay. Officer Lang. Hey, ich kenne Sie. Sie sind Shepard, nicht wahr? Richtig, ich hüte Schafe. Auf Minduir. Ich sah Sie auf den Videos, als Sie die Medaille bekamen. Sie haben die ganze Kolonie gerettet. Ach, da. Offenbar ist doch, haben Sie einen Fan. Noch ein. Tut mir leid. Ich hätte nur nie gedacht, dass ich Sie mal persönlich treffe. Ich heiße Lang, Officer Eddie Lang von der Zitadellsicherheit. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Was machen Sie hier unten in den Bezirken? Kann ich Ihnen helfen? Warum sind Sie bei der Zitadellsicherheit? Ich weiß nicht, es schien das Richtige zu sein, wissen Sie? Vielleicht liegt es mir im Blut. Mein Großvater war Polizist auf der Erde. Und was war dein Vater? Die Zitadellsicherheit ist so ähnlich, nicht wahr? Und deine die Polizei auf der Zitadelle. Ich bin noch recht neu, aber bisher gefällt's mir. Ist viel interessanter, als auf der Erde zu bleiben. Man sieht wahrscheinlich ein bisschen alle möglichen mehr. Coolen Aliens, wie diese Hanar, wild. Und die Zitadellsicherheit wird hier sehr respektiert. Wir halten das Gesetz aufrecht. Das wissen sogar Aliens zu schätzen. Ja, sogar dumme Aliens wissen das zu schätzen. Natürlich wissen sie das, sag mal. Dass sie immer so herablassend gegenüber Außerirdischen sind. Wie gefällt es Ihnen, hier auf der Zitadelle zu arbeiten? Hier ist es unglaublich. Ich bin seit über einem Jahr hier und habe gerade mal ein Zehntel gesehen. Das Präsidium ist so schön, man kann sich dort toll entspannen. Aber hier unten in den Bezirken gefällt es mir besser. Irgendetwas passiert hier immer. Wie dieser neue Club, der vor einigen Monaten aufgemacht hat. Da ist vielleicht was los, Commander. Das sollten Sie sich mal ansehen, wenn Sie Zeit haben. Na sicher. Was wissen Sie über die Spectres? Nur das, was sie in den Videos zeigen. Sie stellen sie immer als Superagenten dar, die bei geheimen Missionen die Galaxis retten. Aber ich weiß, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Einige der anderen Jungs von der Zitadellsicherheit mögen sie nicht besonders. Sie finden, sie dürfen nicht so oft hart an der Grenze des Gesetzes operieren. Aber der Rat würde sie nicht einsetzen, wenn sie nicht gut wären, oder? Das steht zur Debatte. Kennen Sie einen Officer der Zitadellsicherheit namens Harkin? Ich sollte lieber den Mund halten. Er ist schon viel länger dabei als ich. Aber ich habe Sachen gehört, wissen Sie? Sicherlich nur er gute trinkt Sachen. Im Dienst, lässt sich bestechen, solche Sachen eben. Das sind größtenteils Gerüchte. Aber sie haben ihn suspendiert, also muss was dran sein. Ich muss gehen. Genau, Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Ja, natürlich. Man sieht sich, Commander. Man sieht sich. Ich riech dich später. So ein langer leerer Korridor wirkt überhaupt nicht wie eine Platzverschwendung auf einer Raumstation. Moment, doch. So, hier jetzt zur Sicherheitsakademie. Wir müssen nochmal Fahrstuhl fahren. Keine Nachrichten?
Binhex hat sich außergerichtlich mit einer Kroganer-Gruppe geeinigt, die das Genetikunternehmen des Betrugs bezichtigt hat. Die Kroganer hatten Binhex damit beauftragt, Studien durchzuführen, um ihre genetische Sterilisation auf lange Sicht heilen zu können. Später klagte die Gruppe auf die Rückzahlung ihres Geldes, als die Studie keine verwendbaren Ergebnisse hervorbrachte. Wenn es keine verwendbaren Ergebnisse gibt, ist es schwierig, die Leute dafür verantwortlich zu machen, dass sie keine gefunden haben. Aber ich weiß natürlich nicht, wie intensiv die geforscht haben. Vielleicht haben sie die Kroganer ja auch nur abgezockt. So, hier ist also die Zitadelle Sicherheit. Da bin ich mir fast sicher. Ah, da ist ja Onkel Rex. Den wollte ich doch kennenlernen. Zeugen haben ihre Drohungen in Fists Bar gesehen. Halten Sie sich fern. Sie schreiben mir nichts vor. Das ist Ihre einzige Warnung. Warnen Sie Fist, ich bring ihn um. Soll ich Sie verhaften? Ich will, dass Sie es versuchen. Nur weiter. Raus hier! Kenne ich Sie? Ich heiße Shepard. Ich suche Fist. Dachte, Sie wollten vielleicht mit. Shepard? Commander Shepard? Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Bestimmt nur meine Gräueltaten. Shepard. Ich gebe Ihnen respekthalber genügend Warnung. Ich bringe Fist um. Ist das zwingend notwendig? Fist weiß, dass Sie kommen. Gemeinsam haben wir bessere Karten. Mein Volk hat ein Sprichwort. Finde den Feind deines Feindes und du findest einen Freund. Das klingt schön. Schön, Sie bei uns zu haben, Rex. Gehen wir. Fist soll nicht warten. Yes! Und not Rex! Jetzt nehme ich die beiden mit. Das wird super! Die beiden bleiben alleine auf dem Schiff zurück. So, na ihr zwei? Jedes Mal, wenn ich die Zitadelle besuche, bringt mich die Sicherheit für einen netten Plausch her. Doch, die mögen dich wahrscheinlich einfach. Unterhalten sich gerne ein Momentchen mit dir. Wir gucken uns natürlich ein bisschen um hier nochmal, bevor wir Fist aufsuchen. Zum Fisten. Ich meine, für ganz normale Dinge, die Leute so tun. Okay, Jan. Lassen Sie mich das mal klarstellen. Ihr Geschäftspartner, Korba, er hat Sie bedroht? Naja, nicht wirklich. Aber er will mich treffen. Ich glaube, er wird mich töten. Oha. Und warum glauben Sie das? Ich kann nicht ins Detail gehen. Korban tötet mich, wenn ich hier ungeschützt gehe. Ich kann Ihnen nicht helfen. Außer Sie erzählen mir noch ein bisschen mehr. Ich kann nicht. Tut mir leid. Dann habe ich was anderes zu tun. Aber... Solltest du dem Mann nicht helfen? Stören Sie mich nicht, es sei denn, Sie geben mir Details. Ja, sollte schon auch ein paar Details geben. Das ist wichtig, aber... Ich spreche mit ihm. Hey da! Oh. Sie sind nicht von der Zitadell-Sicherheit, nope. Oder? Wollten Sie etwas? Ja, ich will meine Nase in Angelegenheiten stecken, die mich nichts angehen. Unbedingt. Was wollten Sie dem Officer vorhin erklären? Mein Partner will mich töten. Und ich dachte, wir wären Freunde. Woher wissen Sie, dass er Sie töten will? Er ist jetzt so anders. Er redet bei der Arbeit nicht mehr mit mir. Und verfolgt mich. Gestern ist er mir bis nach Hause gefolgt. Er weiß nicht, dass ich ihn gesehen habe. Sicher? Aber er wartet nur auf seine Chance. Ist mir egal, was andere denken. Ich weiß, was er vorhat. Er will mich tot sehen. Kann ich irgendwas tun? Mit Ihrem Freund reden vielleicht? Würden Sie das? Na sichi! Mehr will ich nicht. Nur jemand, der mit ihm redet. Er soll mich in Ruhe lassen. Er meint, er kann mich herumschubsen. Aber Sie zeigen's ihm, oder? Ich werde mit ihm reden, ja. Sagen Sie mir, wo er ist und ich suche ihn. Okay. Er wollte mich unten in den Bezirken beim Markt treffen. Er gab vor, er wolle nur reden. Er heißt Korban. Er ist Salarianer. Ich denke nicht, dass er Ihnen Probleme bereiten wird. Er ist nur ein Wissenschaftler. Korban? Das ist der Kerl, der wollte, dass wir die Keepers kennen. Jetzt, wo du es sagst. Die Keeper. Das ist noch ein guter Grund, ihn ausfindig zu machen. Das verstößt gegen die Gesetze.
Bastard. Nein, ich meine, da kann ich mir jetzt schwer zu äußern, weil ich die Keeper ja die ganze Zeit scanne. Aber ich verstehe. Ich werde mich gleich darum kümmern. Mal sehen, was er so vorhat. Aber der will echt seinen Kollegen umbringen? Das finde ich ein bisschen krass. Was Korban betrifft, ist dieser Tage alles möglich. Ich werde mal mit ihm reden. Vielleicht ist also, ja alles nur ein großes Glück. Missverständnis. Vielleicht will er den Jalet ja gar nicht umbringen. Vielleicht will er ihn nur ein bisschen foltern. Hallo, Commander. Hallo. Freundliche Leute hier. Können wir hier an den Computern noch irgendwie rumeimern? Nein. Schön, dass sie in der Zukunft noch so viele Treppen haben. Na? Da ist ja noch ein Keeper. Zum Glück sind wir sehr unauffällig beim Scannen, sonst werden wir noch verhaftet hier. Garrus, möchtest du eventuell mal aus dem Weg gehen? Man sieht immer ein paar Zivilisten Garrus. Vor der Akademie, die darauf warten, mit einem Offizier über dieses oder jenes Problem Garrus, reden zu du können. Stehst mir im Weg. Du stehst im Weg. Warte. Oh, wenn ich speichere, beamt er sich weg. Das ist ja praktisch. Ich wollte ja immer speichern und laden, aber... Tracking Terminal? Wir können hier Tracking Terminals untersuchen und kriegen dafür Erfahrungspunkte. Das finde ich gut. Das ist eine durchweg positive Angelegenheit. Und ein Waffelschrank. Da kriegen wir auch Erfahrungspunkte für. Hervorragend. Alles klar, dann müssen wir jetzt noch mit dem... Oh, wir müssen noch so viele Sachen. Wir müssen mit dem... Mit diesem komischen... Wie heißt der? Ich habe den Namen vergessen. Der mit dem Shadow Broker zusammenarbeitet. Mit dem müssen wir reden. Dann müssen wir zu diesem Fist. Dann müssen wir noch mehr Keeper scannen. Dann müssen wir noch Dinge tun. Dann ist hier ein Fahrstuhl, der zum Präsidium führt. Wo führt dieser Fahrstuhl hin? Zur Andockbucht. Und wo geht diese Treppe hin? Hier ist viel los. Ah, ein Keeper. Sehr gut. Ausrüstungsoffizier. Sekunde, ich hab sie gleich. Ja? Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadelle. Stimmt das in etwa? Nicht nur in etwa. Woher wissen Sie das alles? Ich bin der Zitadell-Sicherheitsrequisitionsoffizier. Ich muss sichergehen, dass unsere Käufer autorisiert sind. Ah. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Na sicher. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Super. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Das hoffen wir alle. Ah, eine Lizenz. Die nehmen wir natürlich sofort. Und ein Granaten-Upgrade. Ja, warum nicht? Das kann nur gut für uns sein. Ach so, und ich müsste eigentlich mal gucken, ob ich meinen Kollegen noch was Schöneres ausrüsten als Ausrüstung geben kann. Oder auch vielleicht mir selbst. Ich habe zwischendurch aber nichts Besonderes mehr gefunden, oder? Präzisionsgewehre, Granatenrüstung. Leichtmensch, Leichtmensch, Leichtmensch. Ich bin auch ein ganz schneller Leichtmensch. Nur sicher gehen, dass ich nur das Beste vom Besten habe. Ach, guck mal, hier kann ich... Erkennung Level 2 plus... Kampfsensor. Ja, wir brauchen dringend einen Kampfsensor. Und mehr Schaden für die Schrotflinte. Natürlich. So, Garrus, was können wir die denn noch angedeihen? Das Gewehr ist das gleiche. Da geht nichts. Schrotflinte, irgendwas Besseres? Nein, nur die Standard-Schrotflinte. Pistole? Ja, da kann ich dir was Besseres anbieten, was mir mehr Schaden macht. Präzisionsgewehr, alles beim Alten. Ja, Werkzeug, Rüstung. Eine bessere Rüstung vielleicht. Oh, das sind zwei unterschiedliche Rüstungen. Einmal Liberator 1 und einmal Survivor 1, aber die sind genau gleich von den... Von der Dings her. Bietet mehr Schilde, aber weniger Tech- oder Biotik-Schutz. Ich weiß nicht, ob das einen großen Unterschied macht. Wahrscheinlich ja. Haben wir was für Rex am Start?
Ja, mittelschwer Kroganer, die ist aber schlechter. Die ist komplett schlechter. Theoretisch könnten wir die dann verkaufen. Dann haben wir mehr Platz im Inventar eventuell. Super. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Das hoffen wir doch alle. So, Pistolen. Komm weg damit. Das ist alles nicht besser als irgendwas, was wir schon haben. Also komm, wir machen mal alles weg hier. So. Haben wir wieder Platz im Inventar. Ich weiß nicht, ob das... Ja, nicht mehr, ob das Inventar unendlich ist. Habe ich vergessen. Aber ich glaube, es ist begrenzt. Bin mir nicht mehr 100% sicher. Nur 30%.